neue Woche, neues Video. Beim letzten Mal hatten wir eine Spezialfolge zu euren Fragen gesendet. Heute komme ich wieder mit einem neuen Thema an. Ich möchte euch den Unterschied zwischen Berufung und Revision erklären. Stellt euch mal folgenden Fall vor. Obwohl wir euch in jedem Video predigen, immer einen Verteidiger einzuschalten, geht ihr ohne Anwalt zu Gericht. Angeklagt wurdet ihr wegen Sachbeschädigung. Ihr sollt zusammen mit jemand anderem einen Zug besprüht haben. Die Sache wird verhandelt, am Ende verurteilt euch das Amtsgericht. Dummerweise verurteilt euch der Richter zu genau 100 Tagessätzen. Wie ihr vielleicht aus unseren vorherigen Videos wisst, ist man mit über 90 Tagessätzen vorbestraft. Das taucht dann im Führungszeugnis auf, egal ob ihr davor schon einmal eine Strafe bekommen habt oder nicht. Ihr denkt euch jetzt nur noch, verdammt, was mache ich jetzt bloß? In diesem Fall gibt es nur eine einzige Lösung. Spätestens jetzt, und mit spätestens meine ich allerspätestens jetzt, solltet ihr einen Anwalt einschalten. Der wird euch nämlich raten, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. Was heißt das im Einzelnen? Wenn ihr eine Verurteilung bekommt, müsst ihr das Urteil nicht akzeptieren. In unserem Fall solltet ihr in der Verhandlung das Urteil also auf keinen Fall annehmen. Wichtig für euch ist, das Rechtsmittel muss innerhalb einer Woche eingelegt werden. Wenn ihr also montags verurteilt werdet, müsst ihr spätestens am nächsten Montag Rechtsmittel einlegen. Ansonsten könnt ihr gegen das Urteil nichts mehr machen. Der Anwalt hat jetzt zwei Möglichkeiten. Er kann gegen dieses Urteil entweder Berufung oder Revision einlegen. Was ist da jetzt genau der Unterschied? Eigentlich ist der Unterschied ziemlich einfach. Bei einer Berufung kommt es zu einer erneuten Verhandlung vor dem Landgericht. Meistens sitzt beim Amtsgericht immer nur ein Richter und entscheidet. Beim Landgericht entscheidet ebenfalls ein Richter, aber zusammen mit zwei Schöffen. Schöffe kann jeder sein, also zum Beispiel auch euer Nachbar. Das Landgericht wird dann normalerweise die Verhandlung noch einmal komplett durchführen. Es besteht dann die Möglichkeit, die Zeugen erneut zu befragen oder neue Beweismittel vorzubringen. Man kann aber auch sagen, ich räume die Sachbeschädigung am Zug ein, möchte aber eine geringere Strafe haben. Dann kann das Landgericht mit dem Berufungsurteil die Strafe zum Beispiel von 100 auf 90 Tagessätze herabsetzen. In unserem Ausgangsfall werdet ihr dann nicht mehr vorbestraft. Sehr oft kann man in der Berufungsinstanz auch nochmal einen Täter-Opfer-Ausgleich durchführen, also den Schaden wieder gut machen. Auch dann kann das Landgericht eine geringere Strafe geben. Entscheidend bei der Berufung ist also, dass es eine sogenannte Tatsacheninstanz ist. Das heißt also, normalerweise wird nochmal alles verhandelt, genau wie vor dem Amtsgericht. In unserem Ausgangsfall bietet sich die Berufung deshalb an, weil ihr dann eine Eintragung im Führungszeugnis noch einmal versuchen könnt zu verhindern. Anders ist es bei der Revision. Über die Revision entscheidet entweder das Oberlandesgericht oder der Bundesgerichtshof. In unserem Beispielsfall wäre das Oberlandesgericht zuständig. Was macht das Oberlandesgericht jetzt anders als das Landgericht? Im Gegensatz zur Berufung gibt es keine neue Verhandlung über das ganze Geschehen. Es werden also nicht noch einmal alle Zeugen angehört etc. pp. Das Oberlandesgericht nimmt nur eine rechtliche Prüfung vor. Das heißt, die Richter dort schauen sich nur an, ob der Amtsrichter rechtliche Fehler im Urteil gemacht hat. Ein Richter kann in einem Urteil sehr viel falsch machen. Möglich wäre in unserem Ausgangsbeispiel zum Beispiel, dass der Richter euch wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verurteilt hat, obwohl der angemalte Zug nicht für die Reinigung aus dem Verkehr gezogen werden musste. Dann kann das Oberlandesgericht das Urteil aufheben und an das Amtsgericht zurückverweisen. Dort müsste dann wieder von vorne begonnen werden. In den allermeisten Fällen, und das ist ein weiterer Unterschied zur Berufung, gibt es aber gar keine Verhandlung vor dem Oberlandesgericht. Dort wird meistens durch Beschluss entschieden. Was heißt das? Ihr bekommt dann also Post vom Oberlandesgericht und könnt sehen, ob die Revision erfolgreich war oder eben nicht. Wichtig für euch ist auch, dass ihr auf keinen Fall selbst eine Revision schreiben könnt. Eine Revision muss nämlich immer begründet werden und das kann nur ein Anwalt für euch machen. Ihr selbst könnt das nicht machen. Wenn ihr wieder an unseren Ausgangsfall denkt, kann der Anwalt also gegen das Urteil Revision einlegen und muss sie dann innerhalb einer bestimmten Frist begründen. Danach entscheidet das Oberlandesgericht, ob die Revision Erfolg hat oder eben nicht. In unserem Beispiel wäre eine Revision mit einem gewissen Risiko verbunden. Denn man kann natürlich nicht vorhersehen, ob die Revision am Ende Erfolg haben wird oder nicht. Hat sie keinen Erfolg, ist die Verurteilung zu 100 Tagessätzen rechtskräftig. Das würde für euch bedeuten, dass ihr dann vorbestraft werdet und die Verurteilung ins Führungszeugnis eingetragen wird. Das ist auch der Grund, weshalb ihr frühzeitig einen Anwalt einschalten solltet.
Wenn ihr mal so ein schlechtes Urteil erhaltet, kann der Anwalt euch beraten, welches Rechtsmittel in diesem Fall das Beste für euch ist. In unserem Ausgangsfall bietet sich die Berufung eher an als die Revision, da man in der Berufungsinstanz noch einmal versuchen kann, eine geringere Strafe zu bekommen. Es kommt aber wie immer auf den Einzelfall an, den der Anwalt dann zu prüfen hat. Das war es dann auch schon für heute. Wie ihr gesehen habt, ist der Unterschied zwischen Berufung und Revision eigentlich ganz einfach. Schwieriger ist immer die Frage, welches der beiden Rechtsmittel dann das Bessere für euch ist. Wie bereits gesagt, solltet ihr immer einen Anwalt dazu fragen. Damit bin ich auch schon am Ende angelangt für heute. Mir bleibt zum Schluss nur das Übliche zu sagen. Abonniert unseren Kanal, damit ihr immer über die neuesten Entwicklungen informiert werdet. Und natürlich ganz wichtig, schreibt so viele Fragen und Anregungen wie möglich in die Kommentarzeile. Für heute war es das mal wieder. Ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal.